Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Conquest. Ja, liebe Leute, im letzten Part, da haben wir die Hauptstory beendet, haben nun Zugriff auf die verschiedenen Missionen. Wenn wir eine dieser Missionen auswählen, spielen wir den angezeigten Charakter und ja, es gibt einen verschiedenen Schwierigkeitsgrad und es gilt, ja, einiges einzunehmen, sagen wir es mal so. Wir haben auch neue Fähigkeiten und neue Möglichkeiten und ich würde sagen, beginnen wir doch einfach mal mit Mitsunari, der einfachsten Mission. Eine ziemlich ungenügte oder eine ziemlich unnötige Sache hat dafür gesorgt, dass Mitsunari, Kiyomasa und Masanori diskutiert haben. Da sie nicht in der Lage waren, ihre Konflikte zu klären, sind die drei eigene Wege gegangen, jeder zu einem eigenen Königreich. Doch das war nicht das letzte Mal, dass sie sich sehen sollten. Kaum werde ich Warlord von Ignis, dann höre ich, dass die beiden anderen Warlords von Fontaine und Greenleaf geworden sind. Aber die sind kein Problem für mich, keine Herausforderung. Ich zeig denen, wer der Boss ist. So. Dann beginnt auch gleich Conquer Four Kingdoms ist unsere Mission. Wir gucken uns erstmal die Kingdoms an. Wir haben hier Mitsunaris Army mit Sherox und mit Glutexo. Hier haben wir Kiyomasas Army mit den beiden Pappnasen. Da haben wir Aurora mit 3, da haben wir Fontaine mit 2. Was wir jetzt als allererstes machen werden, ist, wir gucken uns Ignis an. Was haben wir denn hier Feines? Also wir haben hier einmal die Bank. Ich habe da schon mal reingeguckt kurz, um zu wissen, was das ist. Die Bank sorgt dafür, dass wir hier Häuser upgraden können. Hier natürlich kann man Pokémon fangen. Hier kann man kaufen. Und hier kann man wieder die Pokémons, den Status, Pokémon-Status upgraden. Ich weiß, das heißt nicht Pokémons, ich sag's trotzdem. Ich habe da ein Sonderrecht für. Nein, habe ich nicht. Aber trotzdem. Okay, ich würde sagen, Kampf-Pokémon ist auf jeden Fall immer nützlich. Deswegen gehen wir erstmal hin und holen uns einen Pokémon. Ich werde jetzt versuchen, so viel wie möglich davon onscreen zu zeigen, weil sonst bringt das ja nichts. This won't take long. Turns left, 10. So. So, dann müssen wir einfach mal abwarten, was die machen. Ach Gottchen. Da gibt mir eine Backpfeife quasi. So, quasi. Sure. Was ist Sponge? Ah, das macht mir nur ein bisschen Schaden, oder wie? So, und wenn ich mich jetzt hier hinstelle, müsste ich doch eigentlich... Oder hier hinstelle, müsste ich dann... Ja, dann kann ich beide treffen. Kann ich einen ausschalten und einen damagen. Weil Sherox hat nämlich einen super geilen Attack. So, mit Glutexo sollte ich den da killen können. Ja, locker. Dann ist nur noch das Viech, was wir in unser Team wollen. Macholo. Critical Hit. Interesting. So, Mitsunaris Army's Turn ist dran. So, hier kriegst eine vom Sherox reingeballert. Und eine vom Glutexo. Dann sollte der auch weg sein. Dann können wir unser erstes Teammitglied verbuchen, quasi. So, dann leveln wir wahrscheinlich auf. So, can be recruited. Ein Kampf-Pokémon ist doch schon mal eine Sache. Nehmen wir natürlich Yuki Naga, kommt bei uns ins Team. So, dann skippen wir zum nächsten Tag, zum nächsten Monat. Gucken, was die anderen so gemacht haben. Also, im Moment sieht so aus, da gibt's zwei, da gibt's zwei. Und ich würde sagen, wir nutzen das Ganze aus. Und greifen direkt mit diesen drei hier unten an. Der hat ein Pflanzen- und ein Gestein-Pokémon. Wir haben gegen beides Vorteil. Und ja, es gilt hier drei... Es ist ja Greenleaf, das hat ja die gleiche Strategie wie sonst immer. Es gilt, drei Flaggen einzunehmen. Und das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Deswegen werde ich jetzt direkt mal... attacken, würde ich sagen. Also im Endeffekt, er kann nicht gewinnen, weil er keine drei Charaktere hat. Und wir können nur gewinnen, weil wir drei haben. Aber ich würde das ganz simpel machen. So, wir greifen jetzt erstmal den Kiyomasa an. Wir haben ja auch, wir sind eigentlich ziemlich stark im Vorteil, wie man sehen kann. Wir sind fast doppelt so stark wie Kiyomasa. Es gilt, die Posten einzunehmen. Ich habe vergessen, Items auszurüsten, was ein bisschen schlecht ist, aber so schlimm ist auch wieder nicht.
So, mal gucken, was hat er denn für Warrior Skills? Marksman, improves accuracy increase, change of critical hits for 3 turns. Was hast du Feines für eine Fähigkeit? Deep Breath. Okay, und du? Added Bonus. Ah, interessant. Okay, dann werde ich jetzt zuerst mal mit dem guten Mann hier... Oh, was mache ich denn? Wieso mache ich denn Wait? Erstmal hier hinlaufen. So weit kann ich ja noch nicht laufen, wie man sieht. Ja, aber ich bin ja nicht der Einzige, der nicht so weit laufen kann. So, und der portet sich dann irgendwie da nach hinten. Okay, okay. Das Match hatten wir ja schon mal sozusagen. Indirekt. Nur mit anderen Pokémon halt. Und wir werden jetzt mit Sherox das hintere Ziel in Angriff nehmen. Mit dem werden wir hier rüber gehen. Genauso wie mit dem. Abwarten, was der Gegner macht. Gegners Armys Turn. Er kann ja eigentlich gar nicht gewinnen, weil es gibt 3 Flaggen und nur 2 Leute bei ihm in der Mannschaft. Also man muss hier wirklich zügig handeln, ist zumindest meine Meinung. In dem Spiel, oder zumindest hier. Da kann ich noch nicht treffen. Da bleibe ich erstmal. Und natürlich claim ich meinen ersten Banner direkt. Und mit dem guten Mann gehe ich jetzt weiter. Hoho. Ha, fell into a trap. Tja, du bist halt ein Depp. Haha, deswegen fällst du in eine Trap. Weil du bist ein Depp. So. Dann ist Sherox dran. Wir holen uns das zweite Banner und wir attacken ihn direkt. Mit ihm bleiben wir hier definitiv stehen. Und mit ihm hier versuchen wir jetzt uns den letzten Banner zu holen. So, was will er großartig machen? Hat eigentlich keine Wahl. Ja, das ist wie gesagt ein einfaches Match, das erste. Man muss nur wissen, was man tut. Jetzt können wir uns den da unter den Nagel reißen, weg mit dir. Ah, noch nicht ganz weg. Ah, das ist nicht schlimm. So, dann natürlich gleich mal den wegburnen. Firefang! Super effektiv. So, was will er großartig machen? Ah, sich aufheilen halt, ne? Und dann vom Weiten attacken. Und sich wegporten, ne? Klar. Versucht's woanders da. Tja, dein Problem ist, dass ich jetzt schon gewonnen habe, mein Guter. Ich meine, Lavita ist ein cooles Pokémon fürs Team. Aber auf der anderen Seite nicht notwendig. So, dann werde ich hier warten. Mit dem werde ich hier wenigstens mal eine reinklatschen noch so in dein Gesicht, Mann. Schade, dass ich nicht irgendwie gewonnen-hittet habe oder so. Aber wir haben ja jetzt eh gewonnen. Zack, und eingenommen. Yo, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben den ersten eingenommen von den Königreichen. Erstmal gut gelevelt dadurch noch. Und der eine kann recruited werden. Das ist der... Ach, Lavita war eh sein Haupt-Pokémon. Hätten wir eh nicht recruiten können. Aber wir können auf jeden Fall mal den mit... Warum hat er jetzt Wurmball? Hatte der nicht eben gerade noch den Affen? Na okay, dann holen wir uns halt Terremoto ins Team. Kann es sein, dass der beides hat? Terremoto, also den Affen und Dings? Das kann sein. So, dann werden wir jetzt erstmal speichern. Und gucken, was wir noch in dem Part erledigen können. Jetzt müssen wir nämlich langsam Defense aufbauen, ist ja klar. Wir haben jetzt also zumindest mal 4 Leute in der Armee. Das andere Königreich ist aber leider ungeschützt. Deswegen hoffe ich, dass da jetzt nicht gleich irgendeiner auf die Idee kommt, das Königreich einzunehmen. Denn wenn da niemand ist, dann glaube ich, dass er das automatisch einnimmt. So, was passiert? Nichts, okay, gut. Hier haben wir die Front mit denen hier und mit denen hier. Dann werde ich jetzt mal sagen, ich schicke jetzt mal March den und den schicke ich mal ins andere Königreich von uns. Die sind jetzt quasi aufgeteilt. Deswegen ändert sich wahrscheinlich jetzt wieder der Rahmen. Jetzt sehen wir wahrscheinlich nicht mehr... Jetzt sehen wir nur noch die beiden wahrscheinlich, weil ich immer nur das Hauptteam unten im Rahmen anzeigen werde.
Ich bin am überlegen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin am überlegen, ob ich unten die Pokémon wegmache und dafür immer anzeige, welche Königreiche ich im Moment eingenommen habe unten so, so als Bildchen. Was haltet ihr denn davon? Die Sache ist nämlich folgendes, da ich ja ganz viele verschiedene Pokémon-Teams ab jetzt haben werde, ist es eigentlich unnötig, ein Team unten anzuzeigen. Also seid ihr dafür, dass ich vielleicht ab der nächsten Folge, vielleicht habe ich es ja auch schon ab dieser Folge gemacht, unten einfach einblende, welche Königreiche mir alle gehören. Schreibt's einfach mal in die Kommentare und sagt mir dann, wie ihr es gefunden habt. So, dann gucken wir mal. Okay, da sind schon mal 4. Da ist die Stärke 200, da ist 105. Warte mal, was hat er denn da alles unten für Viecher? Ein Wasserviech und ein Poison. Ich guck mal, was wir alles in dem neuen Königreich haben. Also wir sollten uns definitiv hier was holen. Und zwar, ich überlege gerade, kann ich mit denen nochmal reisen? March? Ja, kann ich. Dann march ich da nochmal hin. Auch wenn es ein bisschen riskant ist. Ich will es einfach mal probieren. Enter. Und dann hier den Kampf machen. Mit allen. Also, dass ich dann halt die Chance habe, das ein oder andere Pflanzen-Pokémon vielleicht so noch retrieren, wie auch immer. Oh, ich hasse dieses Wort. 10 turns left. So, dann kann ich den direkt killen wahrscheinlich. One hit down. Dann den Baumwoll an die Front, oder Baumwoll. Den an die Front. Und mein Machomp an die Front. Ne, nicht Machomp. Heißt der, wie heißt denn der auf Englisch? Ich weiß gar nicht mehr. Machoke oder so heißt die Weiterentwicklung, das weiß ich. Not very effective. So, dann werde ich das jetzt so machen. Mit dem werde ich jetzt doch nochmal zurückgehen. Mit Wurmball, was werde ich denn da machen? Schlechte Sache. Ja, ich werde jetzt mit Wurmball einfach mal dahin gehen. Also das andere Wurmball werde ich jetzt erstmal atomisieren. Das werde ich nämlich gar nicht brauchen. Hab ja schon eins. Weg damit. Joa, dann dem guten Bruder werde ich versuchen, den da kaputt zu kloppen. Ich hau dich zu Klump, Junge! Oh, Paralyse, ey. Aber Guts macht mir Attack hoch. Und einen Blitz kriege ich. Und ich krieg noch einen Rankenhieb, Mann. Ins Gesicht rein. Ich bin am überlegen, ob ich das Wurmball gegen das Venoflibis tauschen soll. Ob das vielleicht eine schlaue Idee ist oder vielleicht auch nicht. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen nach oben laufen. Wenn jetzt Wurmball dran ist, hier werde ich Dings machen, Link. Ich versuche den jetzt mal zu linken. So, ich bin mit einem Mal gelinkt. Dann hat der Terremoto jetzt noch Karniwein. Karniwein, das Karnischwein. So. Und dann werde ich hier von allen Seiten mal das Schäfchen scheren quasi. Und Kaputti mit dem Schäfchen, das brauche ich jetzt auch gar nicht. So, super. Zwei Leute. Ah, das Schäfchen kriege ich doch. Das ist von einem Trainer gewesen, also von einem Warlord. Dann nehme ich natürlich beides. Ich nehme alles, was ich kriegen kann am Anfang, dass ich wenigstens ein bisschen Defense habe. So, dann haben wir hier 6 Leute. Dann finishen wir den Monat. Aha, er sagt, dass Mitsunaris Armee irgendwie zu mächtig wurde. Was geht jetzt ab, ey? Ich muss mal gucken, was geht hier ab?
Der hat doch hier. Warte mal, mal hier gucken. Da sind doch nur zwei Typen. Naja, wenn sie meinen. So, wir haben da eine Armee von einiges, sagen wir es mal so. Ich werde jetzt erstmal Info ein paar Pokémon auswitchen. Und zwar. Genau, hat der nämlich zwei. Und dann werde ich mir den Carnivine holen, oder? Wer ist denn besser? Ich überlege gerade. Was habe ich denn jetzt schon wieder gedrückt? Meine Güte. Mit etwas Glück kann ich vielleicht sogar in diesem Part schon die erste Mission komplett schaffen. Ich denke, die Strength ist gerade irgendwie gleich bei den beiden. So, und dann werde ich direkt dem hier attacken. Fontaine Battle. Und oben im Rahmen dürften jetzt die Missionen angezeigt werden. Da werden, ich weiß, da steht jetzt irgendwie 1 von 9 oder so, aber immer die Missionen, die ich freigeschalten habe, stehen dort, wie viel ich davon geschafft habe. Who would you like to take part? Und zwar alle. Mann, ich weiß, ich bin verdammt unfair. Aber wir müssen den einnehmen, das geht nicht anders. Masanoris Army. Ach, das ist das da schon wieder. Und er hat nur zwei süß. Wie süß, ey. Richtig süß. So, da müssen wir erstmal irgendwie vorankommen. Mit dem Schaf können wir hier hin. Das Schaf wird uns auch einiges bringen wahrscheinlich. Wir haben jetzt zwei Pokémon, die gut sind gegen den Gegner. So, dann haben wir da ein bisschen Wasser automatisch von unserem Gegner. Unser Gegner hat uns quasi den Weg freigeräumt. Was ich mal richtig cool finde. So, dann können wir schon mal auf die andere Seite rüber, warten dort. Der kann bis dahin. Und der kann auch bis dahin. Das Schäfchen mache ich mal dahin. Wetten wir, der flutet das gleich wieder und dann bin ich am Ärmel. Wahrscheinlich. Ach Gottchen. Ich wusste gar nicht, dass der Brunnen mir auch Damage macht. Interessant. Interesting. Also, er hat auf jeden Fall eine Strategie, sagen wir es mal so. Einen haben wir schon verloren. So, dann hier schön nach drüben. Er sollte eigentlich effektiv sein gegen den. Ach Gottchen, der zieht ihm fast gar nichts. So, sollte aber eigentlich nichts ausmachen. Und dann kann ich doch hier eigentlich den da schon mal attacken. Wine Whip! Ist schon mal super effektiv. Und das ist super, dass er super ist. So, dann habe ich selber wieder alles geflutet. Der Gegner ist wieder dran. Also, so schwach ist er auch nicht, wie ich dachte. Oh Gott, er macht genau das Richtige. Shit, ey. Gulp. Gulp, 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 gulp. Er trinkt Wasser. Gulp, gulp. Oh Gott, Static. Ah, yeah, paralysiert. So, dann bin ich wieder dran. So, und wenn ich jetzt da hinlaufe und dann so mache. Nee. Wenn ich hier bleibe und so mache. Ich riskier's. So, und mit dem gehe ich jetzt hier zur Seite. Der sollte eigentlich viel Schaden machen können. Chameleon Firefang! Super effektiv. Tja. Und dann habe ich die beiden Kumpels von ihm schon mal eingenommen. Der Part wird jetzt gleich ein bisschen länger. Denn ich habe vor, wenn auch nur noch ein Dings übrig ist, das jetzt auch noch aufzunehmen. Einzunehmen. Wir werden auf jeden Fall diesen anderen Typi hier jetzt holen.
So, wo schicken wir den hin? Den anderen Fuzzi. Wie wäre es, wenn wir da erstmal unser ursprüngliches Königreich mit dem besudeln? So, und dann werde ich diese Mission hier noch beenden, indem ich die Mitte einnehme. Hoffe ich doch, dass ich dazu in der Lage bin. Ja, Next Mons, auf jeden Fall. Die in der Mitte ist doch die, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ah, jetzt kommt wieder irgendein Typ, der mir was erzählen will. Ist so okay. Mhm. Ich will nichts wissen. Alles klar, weg mit dir. So. Hier müssen wir echt vorsichtig sein. Also ich bin dafür, dass wir... Jetzt gehe ich auf Info, bin ich bekloppt oder was? So, ich bin dafür, dass wir hier auf jeden Fall gute Vorkehrungen treffen. Und zwar Equipment. Ja, wir haben jetzt halt nur Full Restore. Das möchte ich jetzt... Komm, machen wir halt mal jetzt. Verschwenden wir halt mal ein paar Full Restores. Ich meine, für so schwächliche Pokémons ist es ein bisschen Verschwendung. Aber ich möchte jedem einen Full Restore geben zur Sicherheit. Ja, und dann wollte ich eigentlich attacken. Habe ich denn? Der hat meistens überwiegend Normal-Pokémon, wie ich da sehe. Aber ich denke, ich attacke jetzt. Oh Gott, wieso enter ich denn jetzt mein neues Dings? Brauche ich doch gerade gar nicht. Was gibt's denn hier für eines? Oh, Sneevil. Sneevil ist natürlich auch ein cooles Viech. Also ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt hier hin und mache hier einmal Ponigiri-Shop für alle. So, bla bla bla. Ponigiri-Shop, yes, please. Bla 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 bla. Sie erklärt mir jetzt, was der Ponigiri-Shop ist. Ist ja ganz egal. Und wir nehmen natürlich das einzigste Ponigiri. Upgraden haben wir jetzt in der ersten Mission bis jetzt noch gar nicht gemacht. Brauchen wir auch nicht unbedingt. So, und dann können wir Next Mons, zack, weg. Einfach nur hoffen, dass sie jetzt nicht attackt. Panzer, was ist das nochmal? Was ist nochmal Panzer? Ich guck mal kurz, was Panzer ist. Aha, der kleine Feueraffe. Soll ich den jetzt holen oder soll ich den nicht holen? Wisst ihr was? Ich hole den jetzt noch in dem Part. Zack, fertig. Ach Gottchen, ich bin ja nur mit einem einzigen da. Ich hoffe, dass der das überhaupt packt. So, dann warte ich hier mal. Zack, wait. Ich werde da jetzt gerade mal ein bisschen vorspulen, weil sonst geht der Part zu lange. So, dann kann ich den attacken. Warte das Gun. Weg mit dem ersten. Gulp. Gulp, 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 gulp. Sonst dauert das viel zu lange. Obwohl, vielleicht ist es auch schwachsinnig, den zu fangen. Ich weiß es nicht. Aber er sagte ja selber, das ist ein seltenes Viech. Mach es jetzt so, hier, weg mit dir. Water Gun. So, dann werden wir jetzt neben ihn gehen und blinken. So, dann wieder vorspulen. Bis zur nächsten Runde. Enemy Turn. Zack. Dann den neben dran. Und wieder Link. Auf geht's, Link jetzt. Scheiße, es hat nicht geklappt, weil ich vorspulen hatte. Gott, jetzt wird alles durcheinander. Mist, Mann, Mist. Mach schnell. So, aber jetzt normal linken. Auf geht's. So, jetzt aber. Hat doch geklappt. Hey, you're coming with me, Panzer. So.
Davon bleiben ja jetzt unsere anderen Typis uneingenommen. Also die sind ja jetzt noch ganz... Oh Mist. Die haben mittlerweile 6 Leute. Hatten die das nicht vorhin schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt auch, wenn es ein langer Part wird, dieses kurze Teilchen hier jetzt fertig machen. So, Attack nach Aurora, Battle. Select the warriors to take. Ich take sie alle mit. Are you ready for the ultimative battle? Ja, I'm ready. I'm very ready. Und wir kämpfen gegen Oichi mit Mitsunari. Ah, interessant. This won't take long. Okay, und die müssen wir besiegen. Defeat all enemies. Was wir da machen sollten, ist wirklich taktisch vorgehen. Ich weiß gar nicht, für was diese Baumstämme da sind. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, für was die da sind. Interessant. Interesting. Very, very interesting. So, wait. Wahrscheinlich, damit man nicht von 4 Seiten attacken kann, zum Beispiel. So. Immer in der Gruppe laufen. Dann komm mal her. Energy! Da ist Pummeluff und der gibt mir wahrscheinlich gleich eine. Buh, 1 nur. Aber 3-mal, 4-mal, 5-mal. 5-mal 1. Wenn ich schlau bin, kann ich vielleicht alle beide besiegen. Lunchbox. So, wer ist jetzt dran? Range. Sein Mauzi-Leinchen. Das Mauzi sollte aber schnell down sein. 5. Der macht mich aber ganz schön fertig. Aber ich habe ja ein bisschen vorgesorgt. Oh nein, nicht super effektiv, Mann. So, dann bin ich wieder dran. Mist, ey, flincht. Wenn ich hier hingehe, kann ich da mehrere treffen? Ja, kann ich. Kann ich wahrscheinlich schon 2 Stück ausschalten. Ja, mit einem Schlag 2 Leute ausgeschalten. Jetzt muss ich schlau reagieren. Am besten direkt Pummeluff mir hier massakrieren. Und am besten auch... Kann ich mit dem da... Ich muss gucken. Den kann ich attacken oder den. Ich würde sagen eher den da. Oh, da kann ich wahrscheinlich Mauzi schon mal außer Gefecht schalten. Ja. Also es geht schneller, als man denkt, wenn man weiß, was man tut. Dann ist der Gegner wieder dran. Aber der sollte jetzt nicht mehr so viele Viecher haben. Ich glaube 3 Stück. Da könnte ihn jetzt besiegen. Ja, tut er auch. Aber das ist nicht so schlimm. Dann ist sein Pummeluff dran. Der hielt sich. Also Pummeluff muss schnell vom Feld geräumt werden jetzt. Wirklich was abziehen tut er nicht, aber der kann healen. Den müssen wir jetzt atomisieren. Ach komm, auf den kann ich... Bidiz ist wahrscheinlich keine Herausforderung. Ja, sage ich doch. So, Pummeluff kriegt direkt wieder Burning Damage. Ich guck mal, wenn ich so mache. Wenn ich von hier... Und von hier... Ja, so kann ich Pummeluff wahrscheinlich one-hitten. Weg mit Pummeluff. Und wahrscheinlich kann ich den jetzt damit killen. Dann hat er nur noch seinen Bidiza, der Arme. Mal gucken, ich denke nicht, dass ich es mit Mareep besiegen kann, aber... Also mit, was ist Mareep nochmal? Dieses... Ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Mist! Das Viech halt, Mann. Ist doch normal. Ist doch voll normal.
Voltilam, genau, das war der richtige Name. Also wirklich was reißen kann er jetzt nicht sonderlich. So, dann könnte ich ihn wahrscheinlich so schon one-hitten. Zack und down, das war's. Und eingenommen. So, dann sind alle, würde ich sagen, overpowered. Cures Paralyzes. Und alle können ins Team, cool. Select Warriors you wish to recruit. Aha, okay. Ja, ich würde sagen, ich nehme mal einfach mal alle. Ich habe jetzt eh fertig. Ich habe fertig. Was hat sie denn für Viecher? Ah, sie hat die Viecher, die wir letztes Mal hatten halt. Recruit Uichi and the Otters. Ah ja, klar will ich die Otters. Ah, dann schicke ich die jetzt nach Fontaine, ey. Ist ja egal, wir müssen ja jetzt eigentlich gewonnen haben. Also, nehme ich an. Versteht ihr es jetzt? Ihr beide seid habt keine Chance gegen mich. Ah! Dein Kopf ist viel zu groß für dein eigenes Wohl. Und deiner ist nicht groß genug. Aber ich denke, ihr könntet mir eine große Hilfe sein. Also könntet mir trotzdem eine große Hilfe sein. Vielleicht, wenn ihr wenn ihr mir dient, vielleicht werdet ihr dann, wenn eure kleinen Gehirne ein bisschen wachsen oder irgendwie sowas in der Richtung. Hm. Er ist unschädlich oder irgendwie sowas. Haha, er ist unschädlich. Nein, irgendein Scheiß, was weiß denn ich. So, also die drei helfen sich jetzt einander. Also die Mitsunari hat den Konflikt gewonnen und ist jetzt der Champion. Und die beiden helfen jetzt einfach dem Mitsunari und fertig. Und dazu jetzt die Warlords of Doom, of Krezidoom. Ja. Die Credits drücken wir weg. Ist ja nachvollziehbar. Dann safen wir. Es kommen ja immer die Credits, wenn man eine Mission geschafft hat. Wir wollen uns gleich noch angucken, wie es aussieht, wenn man eine Mission geschafft hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Very wonderful, würde ich sagen, my lord. Okidoki, wir haben jetzt weitere Geschichten freigeschaltet. Einmal Kiyomasa und einmal Uichi. Ja, Kiyomasa ist, glaube ich... Ah, das ist die gleiche Mission... Nur aus einer anderen Sicht diesmal. Interesting. Ja, wir haben Mitsunari geschafft und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir die gleiche Story aus einer anderen Sicht sehen. Ich bin Belias LP. Ciao, ciao.